Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Eras Total Conquest Mod für Modevil 2. Jo, wir sind hier beim neuen Dorf oder Stadt schon. Schauen wir gleich mal. Ton, also noch ein Dorf. Und ich habe noch ein paar Sachen gesehen, also zum Beispiel der Nil, der ist ziemlich cool gemacht worden. So, aber wenn man hier ganz nach Westen geht, bei Portugal noch weiter nach Westen geht, dann ist hier unten, ich denke mal Brasilien, Südamerika. Ziemlich geil. Und da oben ist irgendwie ja, Spitzbergen und was ist dort oben? Island, Färöerinsel, Shetlandinseln ist nicht dabei. Aber ziemlich geil. Okay. Das ist hier, wie heißt es? Gotland oder so? Genau. Okay. Unser Ziel ist es, Istanbul einzunehmen, weil es dort dann gute Kriege gibt. Eventuell wäre er Wie kann ich dienen, Sultan? Garten, genau. Und ja, wir haben Probleme gerade. Wir sind hier angegriffen worden von den Ägyptern. Die werden wahrscheinlich jetzt wütend sein, dass sie nicht hier sind, weil der Kreuzzug geht ja nach Kairo. Ja, mal schauen. Okay. Was können wir hier noch? Wir haben ja Ausbildung. Und ich denke, da oben auch. Ich denke, ich mache jetzt einfach mal eine Runde weiter. Und hoffe, dass sie nicht angreifen. Assalamu alaikum. Befehle? Ja, Assalamu alaikum. Gut, dann, jo, könnten wir noch Turkmenen. Jo, holen. Nein. Jo, und der hat auch nicht mehr. Also die sind wirklich im Krieg hier. Ist klar. Meine Augen sind die euren. Ich denke, wir sind fertig mit der Runde. Gut. Das sieht man halt nicht, ob jetzt jemand noch laufen kann oder nicht. Man sieht es einfach nicht. Man müsste da mit dem Pfeil unten rechts durchschalten. Habe ich nicht so gerne. Wie die Übersicht. Aber gut. Das Spiel kann sehr umfangreich sein und deshalb irgendwann mal schon ziemlich nötig. Müssen wir uns ein bisschen dran gewöhnen. Ich mag es einfach für den Anfang irgendwie noch nicht so machen. So, Bulgarien ist gewachsen. Wieso steht denn das immer? Ich will das nicht unbedingt wissen. So, wir müssen ein neues Dorf einnehmen. Und das ist unten drunter, das ist ein bisschen schwierig. Dafür bekommen wir kurz ein bisschen leise, die Musik stört mich ein bisschen. So. Dafür bekommen wir einfach 2500 Florins. Das ist uns nicht wert. Das lassen wir mal. Okay, ja, Finanzen sind wieder runtergegangen natürlich. Da sind andere hoch. Und haben wir jetzt noch etwas Neues ausgebildet, das nicht Kriege sind, sondern ja, die anderen. So, also Fatimid ist unsere Gegner. Könnte sein. Sind im Krieg. Also Oströmisches Reich gegen Fatimid. Oder Fatimid. Und ja, wir haben Venedig gegen Leon ein, also ein Bündnis, nicht gegeneinander, kein Krieg. So, also. Genau. Hier haben wir jo, die Ländereien, also die Farmen. Ein Imam könnten wir hier gebrauchen, oder noch? Auf jeden Fall. So. Und ja, die lassen uns in Ruhe, deshalb lassen wir uns auch momentan in Ruhe. Wir haben anders zu tun. Was jetzt taktisch ist. Ja, es ist taktisch besser, wenn wir sie jetzt momentan in Ruhe kommen. Sonst greifen sie hier unten in diesem Dorf an. Aber schön zu wissen, dass man durch die Missionen Sultan. Auch die weiß, wo die sind. Morgen weil wir haben geht es weiter, mächtiger Sultan. Erkundet, also so. So, jetzt machen wir doch mal so, dass er auch mal angreifen kann. Der Anführer. Befehle? Machen wir doch mal das. Sultan! Wie kann ich dienen, Sultan? Sultan! Befehle? Und sie angreift. Wir stellen uns ihnen ehrenvoll. Und in Nacht. Alhamdulillah! Wir ja. haben gesiegt! Sehr gut.
Es gibt gute Fahrer und so. Alhamdulillah! Allah hat uns den Sieg geschenkt! Ja, und jetzt dürft ihr auch ausgebildet werden, also nochmals befrischt. So, wie soll man regenerieren? Und ja, hier ist ja die große Farm im Bau. Saida, mächtiger Sultan. Bringt es jetzt hier hoch zu gehen oder eher hier runter? Ich möchte eigentlich ein bisschen mich umschauen mit diesem. Wie ihr wünscht, Sultan. Man sieht aber zu wenig als Diplomat. Nahm. Wir gehen einfach unten. Wie ihr wünscht, Sultan. Ah, geht hier raste ich, Sultan. Wieder. Und der andere, der Spion, der geht jetzt erstmal hier hoch, genau. Und schaut, was die Leute hier oben in Russland haben. Die haben umzuschauen. Ich werde keine Spuren. So, gleich finden wir auch neue Handelsgüter. Ja, weil hier gab es ja nicht so gute momentan. Und ja, wir müssen noch mehr Marktplätze. Sultan! Ich bin Diener des Islam. Gut, dann schauen wir mal hier. Wir haben immer noch mehr von diesen Grünen. Was Shia ist, weiß ich leider nicht. Das ist eine alte Religion wahrscheinlich. Und hier unten ist es ja jetzt auch bald besser, aber hier haben wir schon plus 2. Sehr wichtig. Sonst kann es wirklich sein, dass wir halt rausgekickt werden aus der Stadt. Oder die Stadt einfach rebelliert. Habe ich schon mal ein paar Mal gehabt, zum Beispiel in Conquer the World, was ja eigentlich jetzt fast so ein Zusammenschluss war. Das werden wir bald auch sehen. Ja. Guten. Ja, nicht sortieren. Das heißt. Ah, da oben. Ah, da ganz weit weg. Da haben wir vergessen. Ist nicht schlimm, der hat ja genug weit. Ich habe irgendwie Lust, Venedig ein bisschen zu helfen. Aber es bringt jetzt noch nicht so viel. Wir haben am Mittelmeer noch keine Zivilisation, also keine Städte oder so. So, was das klingt jetzt gerade. Okay. Ziemlich interessant. Also uns geht es jetzt ziemlich noch gut. Wir haben einen übermächtigen Gegner. Oh, der wird jetzt gerade abgelenkt. Also, wir haben eine Braut für Herz mit Gabi. Durch Rakemanunulio. Was ist denn wieder das? Ein Julien, okay, Sophia. Ist aber auch römisch. Moorish, okay, gibt die es können etwas, wir. Das ihr zu besprechen wünscht? Ja. Ein wohlüberlegter Vorschlag. Okay, sie haben Handel. Sehr gut. Wir haben Handel angeboten. Unsere Verhandlungen sind zu Ende. Weiß einfach nicht, wo die sind. Können ihn jetzt auch nicht mehr ansprechen. So, hier sind die Polen. Hier sind schon die Polen so weit im Süden. Wahnsinn. Oh, und wir, anstelle von einem Kreuzzug, machen wir Islamesen einen Dschihad. Der Dschihad, der ist, glaube ich, momentan auch ein bisschen im Gange, sozusagen, da im Gazastreifen. Die wollten ja die Islamesen, Jerusalem, also den Israeler, genau, nicht den Islam, sondern die Israeler angreifen und haben es nicht geschafft. In Semara. Das ist ein Rebellen. Was machen wir gegen Rebellen? Ich frage, was müssen wir machen? Scheinbar nichts. Wir müssen noch nichts machen, aber von welchem Volk? Steht da irgendwas? Ja, das ist wirklich Fatimid, wo wir angegriffen haben. Aber wir sehen es halt nicht. Also das ist gerade nicht so bekannt, wer das macht. Ich hätte es nicht wegklicken sollen. Gut, dann haben wir immer noch weniger Finanzen. Wir müssen also langsam die Finanzen bekommen. Und wir wachsen, sehr gut. Also dann der Imam muss ich anschauen. Genau. Der muss ich jetzt mal eben. Assalamu alaikum. Hier runter, das ja. Gesicht haben. Sofort. Sofort. Hier, wie der Sultan es wünscht.
eine Sache nicht im Weg. So, also geheiratet, Tatring, ja, weil wir gesagt haben, sie dürfen zusammen sein. Sie haben geheiratet, sehr gut. Den geht's ja auch besser. Und die Nomade wurde irgendwie... Ah, das war der obere. Das war der bei Polen. Ganz im Süden von Polen damals. Oh. Also noch eine Runde. Und hier ist jemand, das ist ein Diplomat. Ja. Von Ägypten, okay. Wieso ist die jetzt Ägypten, wenn wir das Ägyptische Reich ja gar nicht haben? Hm. Wie kann ich dienen, Sultan? Wie ihr wünscht. So, ich nehme jetzt Hat das irgendwie so einen Einfluss? Oder sind es immer nur die Generäle, die keine Loyalität haben können? Ich glaube nicht. Die können auch normal, aber die haben wie mein Sultan nicht so viel Loyalität. Morgen wird ein harter nicht Tag. Okay. Das heißt. An die Waffen! Sultan! Ja, Thomas Sultan! Wir und wir haben auch ziemlich gut gewonnen. 45 Verletzte oder Tote. Alhamdulillah! Genau, das musste sein. So, jetzt machen wir mal nichts hier. Kostet uns zu viel. Wir können immer noch hier nichts machen. Lord High Champion, okay. Den wurde aber noch nicht gemacht und der ist auch noch nicht so alt. Also, er wird nicht so schnell alt, das ist gut. Also, hier ist nichts. Wie ihr wünscht. Ah, und hier ist Kipkak. Kipkak. Was ist das für ein Land? Samanda Village. Noch nie gehört. Es ist der Wille des Sultans. Ah ja, der Wille ich werde des keine Spuren hinterlassen, Sultan. Ihr wünscht. So, dann gucken wie wir mal. Wir müssen nur hier kriegen. Na. Wie da ihr war wünscht, Sultan. Hier raste ich, Sultan. Jo, solange die nicht übermächtig sind, ist wie okay. Mein Sultan befiehlt. Und genau. Zu Diensten. Mal kurz schauen, wie viel der verdient. 183 Boris. Zu Diensten. 83 Boris. Das ist ziemlich viel. Also gucken wir uns noch durch. Ja, da ist nicht. Das ist nicht das. Also wir haben hier überall Bauarbeit. Ja, was ist das? Okay, gut. Einfach übersichtlich. Das ist nicht so. Müssen wir ein bisschen durchschauen. Können wir jetzt nicht irgendwie Krieger oder so auswählen. Gehen nur die Städte. Okay. Saida, mächtiger. Ja, wir sind fertig mit der Runde. So, die heiligen römischen. Die deutsche Nation, die sind eigentlich noch nicht so sehr. Und ich weiß jetzt nicht, ob Spanien und oh, die sind jetzt hier, cool. Was ist das für ein Land? Ist das Schweden mit den drei? Ich glaube. Oh nein, der venezische König, also Doge, ist tot, gestorben. Nein. Also was ist das für ein Volk? Ah, das ist Frankreich, das ist meine Ehre, aber ich muss wach sein. Aber Schweden hat irgendwie so drei Vögel drauf. Und die haben irgendwelche... Was sind das? Kronen halt drauf? Okay. Ja, finanziell müssen wir uns einfach ein bisschen steigern. Das sind andere, effizienter, die ja nicht so viel Krieg machen. Ah, also der Dschihad ist gewachsen. Cordoba, die sind glaube ich in Spanien. Die sind südlich von, also in Südspanien. Okay. Ja. Wo ist das? Ich weiß gar nicht, wo die Stadt jetzt ist. Wo halt. Ich glaube, da hat. Ja. Da hat Ägypten das erobert wahrscheinlich. Definitiv. Sie hat wirklich nichts mit dem Dschihad, keine Information. So, also. Wollen wir noch mehr hier? Nee, so, ja.
Komm, wir machen nochmal einen zum Abwecken. So, wir haben ja gesagt, hier machen wir eine Festung. Weil hier ist ja auch ein Grasland, hier müssen wir eher. Genau. Die müssen wir nehmen, also das, der Marktplatz. Ich sage jetzt allgemein in Böden nur der richtige Name oder nicht die Fortschritte. Das sind so schwer. Und ja, diese Bogenschützen. Also hier haben wir noch nicht fertig. Oh. Ganz viele Bündnisse. Ziemlich geil. Also für uns nicht so. Wie mein Sultan befiehlt. Doch schön, wenn Bündnisse haben. Natürlich, Sultan. So, jetzt muss ich nur ein bisschen wissen, wie ich das mache. Also er muss sowieso wieder rein. Machen wir mal. Befehle? Sultan! Die Truppen rein. Wie kann ich dienen, dann ist die Stadt leer. Wollt ihr, dass ich zu euch komme, Ungläubige? Sultan! Wäre gut, wenn wir jetzt den hier angreifen würden, irgendwie. Aber wir haben einfach zu wenige Generäle. Jetzt muss er runterkommen, der ist ja König, er soll in der Hauptstadt sein. Also, was ist das jetzt? Kipkak. Wirklich das Land. Wie ihr wünscht. Das macht jetzt nicht alle so viel. Erfahren ist bei mir. Also ich werde keine. Das ist schon sehr unerfahren. Wie ihr wünscht, Sultan. Namen. Also, dann gehen wir wieder zurück. Weil ich wollte ja schauen, wie der Krieg so ist. Oh, die haben eine starke Kriege. Wie ihr und wünscht, hier, Sultan. Das ist immer noch denen, den Türken sowieso. Ich habe leider keinen Attentäter. Ich könnte den römischen Priester töten. Der ist ja orthodox und nicht Islam. Aber wie ihr wünscht, Sultan. Hier raste ich, Sultan. Aber was ist jetzt mit dem Dschihad? Wieso bekomme ich keine Informationen über einen Kreuzzug? Und so ein Kreuzzug von uns nach. Oh, wir haben einen Reis. Ich bin Diener des Islam. Du bist der da, ganz alleine in der Wüste. Ich hab Reis gefunden. Much information. Also hier haben wir Gebäude. Hier haben wir auch Gebäude im Bau. Und wie kann ich dienen, Sultan? Hier geht's noch zwei Runden. Wir haben einfach noch wenig Land. Wir haben nur drei. Wir können noch nicht so viel bauen. Ja, das war's echt alles und ja. Ich denke, es geht auch ziemlich schnell, da an Land zu kommen. Ich denke, weil wir schneller fortschrittlich werden, können wir dann wirklich Ländereien richtig gut erobern. Okay, der Kreuzzug ist sehr einseitig. Die Römer haben neues Land dazu bekommen. Aber nicht diese Stadt da oben, die wurde ja noch nicht belagert. Vielleicht hier unten. Wir gehen mal hier runter. Ihr wünscht? Namen. Wie ihr wünscht, Sultan. Ist Tyrios jetzt neu, die? Namen. Ich glaube nicht. Wie ihr wünscht, Sultan. Und hier ist ägyptisch. Dann gehen wir noch zu dieser Stadt hier. Ist auch ägyptisch immer noch. Es kann sein, dass dieses Land gewesen ist oder ganz woanders, wo der Dschihad hingeht. Aber ich sehe jetzt gerade keine Stadt, die irgendwie ja heller ist, also beleuchtet ist. Außer Kairo natürlich, aber das ist ja der Kreuzzug, nicht der Dschihad. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ah, hier, ganz im Westen. Okay. Und dahin geht wahrscheinlich, ja, Ägypten oder so. Ich weiß nicht, wieso die einen Gegenkreuzzug jetzt machen wollen, aber fragt sich die Kairo. So, immer noch rot in Finanzen. Immer noch weniger Brief. Ja, okay, wegen mir. So, aber dafür haben wir hier jetzt mal ein bisschen mehr. Und das nächste wäre eigentlich der Markt, wegen noch mehr Merchant-Plätze. Ja, dann machen wir noch kurz die
vollzählig. Porpyrengitus in Klammern. Ja, ist sehr gut, aber ich brauche irgendwie mehr. Wie sieht es denn im Stammbaum aus? Es sind wirklich nur die zwei da. Der ist, oder? Den habe ich gar nicht ansehen können. Also der ist hier. Der so ziemlich wenig ausguckt hat, und der ist hier. Das ist schon wichtig, in jeder Stadt einmal so. Okay. Sonst tun wir einfach ein bisschen ein paar Kriege wieder auflösen lassen. So, also, dann gibt es noch mehr Alliierten. Jetzt müssen wir schauen, wenn wir ein Land angreifen, dass wir nicht noch einen Krieg haben mit einem anderen Land. Aber es ist schön, dass es so schwer ist. Also ich denke, es ist noch nicht so schwer. Okay, das müssen wir als nächstes nehmen. Aber so finanziell und so ist es doch nicht so leicht. Ich weiß noch, in den Let's Plays und Let's Shows in Conquer the World war es ein bisschen schwieriger, an Geld zu kommen. Wie ihr wünscht. Leichter. Ich hatte doch zu viel Geld. Aber in diesem Mod scheinbar. Was ist der Wille des Sultans? Wie ihr wünscht, Sultan. Hier raste ich. So, also ein bisschen beobachten, was der Feind macht. Und hier mal kurz. Ja, mein Meister. Ich bitte um eine Audienz, mächtiger Sultan. Ich möchte gerne mal schauen, wie es euch im Land so geht. Ah, okay, das ist ja gut. So. Ich wollte nicht nur Trade Rights, ich wollte eigentlich auch Map Information. Okay. Influence, okay. Oh, ich bin ein Influencer. Dann machen wir einfach im nächsten Part weiter. Ja. Also so bizarr hat es Map Information und Map Information Trade Ding. Und dann will ich auch sehen, was die haben. Und ich einfach, nö, ich habe keinen Bock, ich bin verborgt. Ach da, das falsch sind im Skript stehen. ein Essenstester, der gerne sterben möchte. Befehle? Wir rücken ab, Sultan. Okay, also wir haben schon zu viele Truppen. Naja. Genau, den haben wir genommen. Meine Augen sind die euren. Ja, mein Meister. Prima. So, einen Krieg möchte ich eigentlich machen, einen Kampf. Krieg haben wir schon. Aber sieht nicht so danach aus, als würde ich jetzt eigentlich das machen wollen, eine Stadt erobern. Vielleicht jetzt mal runtergehen mit den Truppen. So langsam machen, hat in diesem Part keinen Echtzeitkampf. Okay, welche sind die? Polen. Polnische Kreuzzügler oder so. Ist interessant, weil wir könnten jetzt eigentlich hier nach Süden gehen und angreifen. Ich wage es jetzt einfach mal mit Ritter. Befehle? Noch mit ihm. Wie mein Sultan befiehlt. Und dann Sultan! Die. Befehle? Einfach mal runtergehen. Okay, sind nicht so viele. Ich muss eigentlich Cheddar jetzt angreifen, damit ich noch das Geld bekomme. Das glaube ich dringend. Und die Sultan. Gehen jetzt einfach mal schon hier runter, genau. Okay, der Kreuzzug war erfolgreich. Kairo wurde von den Christen eingenommen. Genau, Franzosen haben jetzt dieses Land. Müssen sie das abtreten? Es ist ja nicht nur ihr Kreuzzug gewesen, oder? Ja. Okay, jetzt sind wir Platz 18. Das ist nicht mehr so gut. Naja, wir müssen halt sparen. Okay, ein Hund, ein Wächterhund. Ja, ein neues Familienmitglied nach Pisa. In Daula. Ist wahrscheinlich sie. Ja. Okay, er hat noch keine Kinder, aber er hat drei. Okay. So, was macht Frankreich jetzt mit uns? Das ist schon ein bisschen OP. Also, dann haben wir in der Hauptstadt.
wollten eigentlich in der Hauptstadt so ein Ding. Haben wir jetzt die Burg? Ja, das nicht. Okay. Das heißt, als nächstes nehmen wir. Jetzt ist es gerade ein bisschen schwierig, das Burg. Ich denke, es ist am wichtigsten jetzt. Ja, komm, also. Ja, ja. Oder noch zuerst, komm. Es ist wichtiger, dass die Truppen schnell nach Süden kommen. Deshalb ist sehr viel wichtiger. So, auch für das Einkommen, aber das Kessel ist natürlich nicht so hoch. Zu Diensten. So, also in den Burgen, also in den Städten. Befehle? Also, dann. Jo, warten wir noch eine Runde. Gehst du noch ein bisschen weiter nach vorne, dass sie uns sehen. Gut, auch wieder ganz viele Verbündete. King of Leos, also das ist wahrscheinlich ein Waffenstillstand, die waren Krieg. Gut. So, und unser Gebiet, das ist jetzt weg, aber so weit im Westen hätte ich jetzt nicht gerne mitgemacht. Und wir haben ja noch für die den Polen eigentlich noch das mit dem. Ich bitte um eine Audienz, mächtiger Sultan. Wieso lehnt ihr ab? Das ist eine Frechheit. Ich glaube, die haben aber auch keine Map Information. Na, wie ihr wünscht, Sultan. Okay, hier ist Kroatien. Okay, das ist klar. Na. Das ist auch im Real Life noch so. Dann sind hier noch Serben. Wie ihr wünscht, wir gehen jetzt nach Deutschland mit diesen. Ich kann dort nicht hin. Genau, wir werden Verbündete. Ich werde Deutschland, das deutsche Heilige Römische Reich. Genau. Was ist der Wille und des das nächste. Ich möchte eigentlich hier bleiben und sehen, ob sie jetzt das einnehmen. Wir haben hier noch eine Stadt, die auch. Ah, oh nein, die haben jetzt hier einfach gefestigt. Okay, dann müssen wir uns das merken. Sultan! Zu Diensten. Jo, dann haben wir einen super nächsten Part mit einer neuen Stadt hoffentlich. Das ist ein kleines Dörfchen. Oh, der hat eine geile. Und ja, eigentlich eine gute Zukunft hoffentlich. Ich tue jetzt auch Bui nochmal selber. Zu viele machen. Genau, und die. Ich bin Diener des Wissens. Ägypter. Ihr werdet schon dran kommen. Und hier können wir dann auch noch Krieg starten gegen die Türken, aber wir sind jetzt momentan so in Bedrängnis, wir müssen ihnen eher helfen. Wir sind verbündet, ja. Wir müssen so langsam denen helfen. Es wird schwierig gegen diese orthodoxen römischen Herren. Ja, wir lassen ihn noch in der Stadt, aber wenn wir einen anderen General haben, dann greifen wir an. Gut, danke schön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part oder anderen Projekt oder Livestream. Tschüss.